Wir sind im Dschungel. Genau da. Und hier seht ihr einen Fluss. Arm. Arm, wie auch immer, vom Amazonas. Der hat uns schon tausend Namen gesagt, wie die Flüsse hier alle heißen und wie wir jetzt gewechselt sind, aber. Ja, das klingt doch alles sehr spanisch. Ja. Ja, wie sind wir überhaupt hergekommen? Wir sind von Cusco ausgeflogen nach Iquitos. Iquitos ist die größte Stadt der Welt, die nicht mit dem Land verbunden ist, hätte ich fast gesagt. Nicht auf den Landweg erreichbar ist. Genau, da führt keine Straße hin. Und deswegen gibt es nur zwei Arten, dahin zu kommen. Einmal über den Fluss und einmal über die Luft. Wir haben die Luft gewählt, denn von uns aus gab es eigentlich nur die eine Möglichkeit. Ja, beziehungsweise hätten wir sonst halt von Cusco irgendwie nach oben gemusst und dann vielleicht, aber das war alles so ungewiss. Dann wäre die andere Variante gewesen, von Cusco nach Lima zu fliegen, von Lima aus mit dem Bus und so. War auch Quatsch gewesen. Und so haben wir das halt dann so gemacht. Genau. Ja, ansonsten sind wir erstmal ein bisschen überrascht, denn die Anlage ist irgendwie nicht groß besucht bis jetzt. Ja, also zurzeit sind wir alleine und er meinte auch, dass also erstmal jetzt keiner kommt. Und der Guide ist quasi die ganze Zeit für uns da und ja, Wahnsinn. Jetzt gehen wir in die Hängematte. Tschüss. Genau, dann gibt es nämlich erstmal was zu essen. Wir haben ein bisschen Hunger. Das ist. Unser leckeres Essen an. Ja, schon mal vergessen, wie es heißt. Will man noch probieren. Das ist Dschungeltrink. So eine kleine Obstpflanze. Die ist eigentlich ganz sauer. Die pressen die und machen die halt Zucker rein. Fisch. Und das ist total interessant. Das ist quasi Dschungelnudeln, hat er gesagt. Das cutten die hier, das ist quasi das Herz der Pflanze. Zerkleinern sie das halt quasi. Dann sieht es aus wie Nudeln. Total witzig. Und schmeckt wie Zitrone. Ja, total lecker. Avocado, Tomate, kennt ihr ja alles. Ja, aber es ist nur für uns. Sieht man uns? Das ist hier diese witzige Frucht. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ich werde mein Notizbuch rausholen und mir das aufschreiben, beziehungsweise er soll den Namen aufschreiben. Das sieht aus wie so, hätte so wie Stachel. Schuppen. Große Schuppen. Ja, genau, so ein Schuppentier. Das ist von einem Drachen. Hat Mutti Robins Mama dann heute früh doch recht gehabt, dass wir Drachen sind. Und die ist so milchig, schmeckt die irgendwie. Aber die Konsistenz ist so ein bisschen wobbelig. Ich meine, wenn man kleine Hapsen davon nimmt, ist es okay, aber der Geschmack ist auch nicht explosiv gut. Sehr mild. Und die Konsistenz dazu, ist es okay. Ich würde es nicht jeden Tag essen, weil. Aber nett. Wir kommen vor unserer ersten Tour wieder, waren mit dem Boot unterwegs, haben Delfine gesehen, sowohl die grauen als auch die pinken. Die waren sogar relativ nah. Wir waren im Amazonas mit den Delfinen zusammen baden. War ziemlich cool, war angenehm. Und danach haben wir noch ein Dorf besucht. Haben uns ein bisschen was über das Dorfleben erzählt. Und hinter dem Dorf gibt es so ein paar Bäume, wo gerne Tarantel hast. Wie sind die? Tarantel, ja, Tarantel. Tarantel im Leben. Und das sind wir jetzt hier bei Nacht, also es war schon wirklich dunkel, hat einen sternklaren Himmel teilweise hinten dazwischen geblitzt, war eine urische Atmosphäre und auf dem Weg hierher sind wir dann hier angekommen, kommen wir hier rein, das ist unser Eingang hier, Jude geht voran und dann sieht sie das.
ebenfalls eine. Eine andere Art ist, was wir gesehen haben. In dem Fall ist es ein Weibchen, die hat nämlich mehr Haare, hat er uns erzählt, unser Guide. Ja, ist schon ein bisschen eklig, wenn die hier direkt vor einem rumkrabbeln. Ja, aber die sind nicht giftig, die sind nur eklig. Tag 2. Wir haben unsere Schuhe an, jetzt geht aufs Boot und beobachten irgendwelche Tiere. Hauptsächlich Affen. Ist angebrochen. Gestern waren wir den ganzen Tag auf dem Boot und heute gehen wir in den Dschungel. Bin gespannt. Er meinte, so viel sieht man da nicht so. So unterschiedlich, also ja. Genau, wir sind mal gespannt. Gestern haben wir ganz viele Faultiere gesehen und Affen und Mini-Alligatoren und ich weiß gar nicht, was wir noch alles gesehen haben. So, wir nehmen euch wieder mit. Mückenstiche am Oberschenkel, nur auf einer Seite. Das macht mich jetzt schon wahnsinnig. Ich musste vorhin pullern im Dschungel. Und ich glaube, da haben sie mich adaptiert. Aber das sind die Piranhas, die wir gefischt haben. Und das weiß ich nicht, was es ist. Ich denke, Hähnchen. Guten Morgen. Vorletzter Tag. Das ist übrigens unser Zimmer. Moskitonetz. Hier ringsrum sind auch Moskitonetze, die sind nicht hundertprozentig dicht, aber das Größte wird abgehalten. Hier dahinter ist das Bad. Da geht's raus. Heute wandern wir ein bisschen durch den Dschungel mal wieder. Gestern sind wir auch schon durch den Dschungel hier im Haus gewandert und haben einen riesen Frosch gesehen. Der war riesig. Der war riesig, aber vielleicht sogar kurz auf meiner Hand. Wahnsinn. Mal gucken, was wir heute sehen. Look.
Yours look big. That's the biggest one. Yeah. That's the feather. Yeah, yeah. Tall, yeah, pretty good. One, two, three. Don't bite and test. And camera. Camera your tongue. Coconut. A bit. Oh. Yeah. Bäume abklappern. Ja, auch von solche halben Sumpflandschaften. Ja, sehr interessant. Gut, wir nehmen euch auch mal die wieder mit. Letzte Tour beendet. War wirklich sehr cool. Wir haben echt viele tolle Sachen gemacht und gesehen. Ja. Affen, Delfine, Piranhas-Gewicht. Jaguar-Spuren verfolgt, das haben wir glaube ich gar nicht erzählt. Ja, das war sehr witzig. Wir sind am unserer ersten Nachtwanderung. Sind wir hinten raus, direkt hier. Und da waren Jaguar-Spuren. Und da haben die gesagt, dass es ein paar Minuten her ist. Wir sind ja, wer weiß. Aber. Gestern waren irgendwie ganz hübsch. Ja, gestern sind wir nochmal eine Nacht durch den Dschungel gewandert und auch vorher noch am Tag. Und da haben sie sehr stark darüber philosophiert, welche Wege der gegangen ist und wie nah er an der Lodge war und so weiter. Also sie schienen schon etwas aufgeregt zu sein. War also nicht alltäglich, dass der Jaguar umstreift. Hat man zumindest so das Gefühl. Ja. Sonst hat er es erzählt. Ja, war trotzdem sehr interessant. Spuren gelesen. Ja, den Rest habt ihr sicherlich gesehen. Und jetzt können wir noch halt zusammenpacken. Jetzt packen wir unsere Sachen zusammen und dann geht es ab zurück in die Stadt. Und dann steht auch schon das nächste Abenteuer auf dem Programm. Voll Abenteuer. Gut, Wiedersehen. Sag tschüss. Tschüss.